Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Lektion automatisierte Leistungserbringung. Ja, und deswegen, diese Lektion ist deswegen so unfassbar wichtig, weil ich immer wieder ganz, ganz viele Anfragen wöchentlich bekomme, ja, von meiner Zielgruppe, in dem Fall IT-Dienstleister, Softwareentwickler etc. pp. Die sagen, hallo Thomas, ich bin noch ganz am Anfang, ich habe noch keine Mitarbeiter oder ich habe schon die ersten paar Mitarbeiter, ich will es gern skalieren, nur ich habe immer wieder das Problem, ja, stelle ich jetzt einen guten Senior ein und einen Junior-Entwickler, dann habe ich schon mal kombiniert, ja, einen Fixkostenblock von 10.000 Euro im Monat, ja, aber ich habe vielleicht noch nicht genug Neukunden oder gebe ich jetzt erstmal Geld aus für mehr Neukunden und dann kümmere mich um das Recruiting, ja. Stichwort Staffing, ja, ist natürlich immer ein Thema, egal wie groß du bist. Nur natürlich, wenn du natürlich schon wie ein Kunde von mir vor 2 Jahren ungefähr bei 100 Millionen Euro Umsatz bist und 1000 Mitarbeiter, knapp über 1000 Mitarbeiter und möchtest quasi auf 1500 Mitarbeiter skalieren, ja, und von 100 Millionen Euro Umsatz auf 150 Millionen Euro Umsatz, ja, dann ist das Ganze ein anderes Spiel, als wie, weil du natürlich insgesamt ganz andere Ressourcen anzapfen kannst. Also wenn du natürlich ja erst 1, 2 Mitarbeiter hast oder 4, 5 oder 10 Mitarbeiter oder noch gar keine, dann ist natürlich immer die Hürde immer am schwierigsten. Desto kleiner du bist, desto höher ist die Hürde. Und da gibt es eben eine Möglichkeit, die ich jetzt hier mit dir in diesem Video besprechen möchte, wie du zusätzlich ja Mehrwert bieten kannst deiner Zielgruppe, mit einem Produkt, ja, mit einer sogenannten produktisierten Dienstleistung, ja, ganz, ganz wichtig dieses Wort, wir schreiben jetzt hier auch gleich mal hier rein, ja, wir müssen es ja nicht wieder vergessen, produktisierte Dienstleistung. Und wie sowas ausschauen könnte im Detail, wir sprechen jetzt hier in dem Video, soweit es eben geht, wenn du individuelle Beratung dann eben benötigst, dann entsprechend bei mir in einen Live-Call kommen und dann gehen wir das mal in einzelnen für dich durch, beziehungsweise kannst du auch gerne eine private One-to-One-Session bei mir buchen. Und eine produktisierte Dienstleistung, das wollten wir erstmal rauskriegen, funktioniert in der Regel nach dem sogenannten Konservenprinzip. Ja? Eine Konserve, was das ist, weiß jeder, deswegen nenne ich das immer ganz gerne Konservenprinzip. Die Konserve, wenn du in den Supermarkt gehst, ja, aktuell haben wir wieder diese Krisenzeiten gehabt, wo es hieß, naja, pack dir mal ein bisschen Vorrat bei dir zu Hause rein und so. Das sind dann meistens alles mögliche an Konserven. Und da wird dir wahrscheinlich aufgefallen sein, wenn du so ein bisschen Vorrat, ja, wegen Lieferketten und so weiter dir angehäuft hast zu Hause in deiner Vorratskammer. Ja, man sollte ja mindestens irgendwie für 8 Wochen oder so Essen zu Hause haben. Und dann sind dann die ganzen Konserven bei dir im Schrank. Dann wird dir eins aufgefallen sein, dass die Konserven, ja, ob das jetzt Sardinen sind oder Bohnen oder Linsen oder Erbsen, alle identisch sind. Ja, das ist wirklich... Einmal wurde so eine Konserve, so ein Produkt designt und dann wird das hergestellt, immer wieder in gleicher Form, no touch. Ja? Das heißt, egal ob da jetzt 100.000 oder Millionen von diesen Konserven hergestellt werden, die sehen alle gleich aus. Und das ist eben der ganz große Vorteil, wenn du hier das mit einbaust in deine Produktpalette. Ja? Und da wollte ich mit dir eben, und was könnte jetzt für dich als IT-Dienstleister, insbesondere für all die Programmierer da draußen, die ja letztendlich Zeit für Geld verkaufen, ja, und wenn sie sich skalieren, dann müssen sie eben die Zeit ihrer Mitarbeiter letztendlich für Geld verkaufen, sind Wissenskurse. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du Wissenskurse dir also aufbaust, kannst einen Wissenskurs oder auch mehrere Wissenskurse in einer Akademie zum Beispiel zusammenführen, unterschiedliche Themen. Ich würde das mal mit einem Thema und mit einem Wissenskurs erstmal anfangen, den antesten und wie gesagt, in einem Live-Call oder in einer One-to-One-Session bei mir eben konkret auch gerne mit mir gemeinsam ausarbeiten, was das für
Inhalte sein könnten, ja, weil ich sehe natürlich das Ganze durch die Kundenbrille, indem wir, also jeder Vertriebler bei mir hat ungefähr 3000 Verkaufsgespräche im Jahr, ne? Und du kannst dann letztendlich mit durch unsere Brille Marketing, Vertrieb und deinem Wissen, was du letztendlich anbietest an Kernkompetenz, die Inhalte eines solchen Wissenskurses eben erarbeiten und den dann im Markt anbieten. Ja, zunächst vielleicht erstmal kostenlos oder für kleines Geld und dann eben langsam dich hocharbeiten. Der muss auch nicht am Anfang perfekt sein. Ganz im Gegenteil. Ja, es ist sogar so, dass man auch die Wild West Theorie hier Prinzip hier anwenden kann. Das heißt, du kannst sogar einen Kurs verkaufen oder anbieten oder auch kostenlos rausgeben, der, sagen wir mal, erst zu 30% fertig ist. Ja, um überhaupt mal Feedback zu sammeln, ist viel, viel besser, als wenn du hier monatelang hinarbeitest für irgendeinen Wissenskurs. Ja, so wie den Wissenskurs, den du hier gerade siehst, ne? Der ist auch nicht gerade von heute auf morgen entstanden, sondern peu à peu, ganz je nachdem, zu welchem Zeitpunkt jetzt du dieses Video siehst oder innerhalb welcher Akademie bei mir. Ja, da ist immer erstmal ein paar Videos, ein paar Lektionen, ein paar Kapitel, dann kommt wieder ein Kapitel dazu und so weiter und so weiter. Und also da ist quasi so ein agiler, iterativer, so eine iterative Dauerschleife. Du sammelst wieder Feedback ein und baust wieder mehr in deine Akademie rein und so weiter und so weiter. Und hast halt irgendwann mal Wissenskurs, ja, 2.0, 4.0, drei verschiedene Versionen wie da einer Software letztendlich. Das heißt, so ein Wissenskurs ist letztendlich nichts anderes wie ein Softwareprodukt, das du baust, welches du dann letztendlich wie eine Konserve letztendlich zwar immer wieder weiterentwickelst, aber letztendlich beliebig oft hochskalieren kannst, weil du nicht für jeden Kunden, für jeden User, für jedes Mitglied deiner Akademie den Kurs nochmal komplett neu bauen musst. Ja? Und das lässt sich, kurz gesagt, sehr, sehr leicht und sehr, sehr easy skalieren. Und wie gesagt, hier noch ein Wort, wo ich hier Achtung hingeschrieben habe. Warum habe ich hier Achtung hingeschrieben und warum in Rot? Weil ich einfach mit einer Vielzahl von Interessenten und Kunden, mit denen ich gesprochen habe, einfach immer wieder herausgefunden habe, dass die einfach Angst haben, dass ihr Geschäftsmodell darunter leiden könnte, beziehungsweise dass sie ihr aktuelles Geschäftsmodell irgendwie umbauen müssten in irgendwie einer Art und Weise. Ne? Also ihr aktuelles Geschäftsmodell ist zum Beispiel, wenn sie jetzt eine One-Man-Show sind, dass sie programmieren. Ne? Aufträge kommen rein, sie programmieren das ab. Oder sie haben schon ein paar Leute, dass die das dann Aufträge kommen rein, seine Mitarbeiter programmieren das ab. Also letztendlich Softwareentwicklung, Programmierung ist das Geschäftsmodell. That's untouched. Ja? Das musst du überhaupt nicht berühren, dein Geschäftsmodell. Hier geht es darum, einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten, der sehr einfach skalierbar ist. Ja? Warum? Weil das sozusagen vom Kosten-Nutzen-Prinzip, ja, dir zusätzlichen Cashflow reinspülen kann, ja, den du dann wiederum für Marketing und für Vertrieb und für Recruiting verwenden kannst. Wir waren ja ganz am Anfang, bei der Problematik skalieren im Bereich Softwareentwicklung, dass dort die drei, vier größten Painpoints immer das sind, ist es Staffing versus Neukundengewinnung. Das heißt, was mache ich als erstes? Mehr Neukunden oder mehr Mitarbeiter? Ja? Das Problem haben nebenbei bemerkt viele Unternehmen, ja? Also nicht nur Softwareentwickler, aber da ist es eben ganz besonders. Warum? Weil natürlich Softwareentwickler relativ viel Geld kosten. Ja? Das heißt, da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, welche Struktur man jetzt dazu sozusagen an Mitarbeiterstruktur dann aufbaut. Geht aber jetzt dann zu sehr in das Thema Recruiting. Dafür gibt es wieder eigene Lektionen bei mir. Ein Senior kostet ja wesentlich mehr wie ein Junior-Entwickler, beziehungsweise Werkstudenten, die man vielleicht noch gerade dabei ist aufzubauen, die sehr produktiv sein können, aber die gewisse Führung benötigen. Das heißt, ich brauche immer für so und so viele Werkstudenten, für so und so viel Junior, brauche ich immer so und so viel Senior-Entwickler. Ja? Also das ist letztendlich wieder ein Thema Recruiting. Wenn du die Lektion noch nicht gesehen hast, lade ich dich herzlich ein. Beziehungsweise wenn du hier auch den Bedarf hast an einem Live-Call, auch hier gerne teilnehmen, beziehungsweise auch ein One-to-One-Coaching bei mir buchen. Ja? Also, das Geschäftsmodell nochmal ist untouched. Wissenskurse sind viel leichter
und skalierbar, wenn du genau weißt, was du tust. Da helfen wir, unterstützen wir eben gerne durch die Marketing- und Vertriebsbrille, indem wir dir genau sagen, wir gemeinsam arbeiten können, okay, das ist das, was du zu bieten hast an Kernkompetenz, das ist das, was da draußen aktuell an größten Schmerzpunkten und Painpoints in deiner Zielgruppe vorherrscht. Das vereinen wir, daraus erstellen wir einen höchstmöglichen Nutzen, indem wir hier Wissen vermitteln. Ja. Schulungen sind es letztendlich nichts anderes als Schulungen. Ja. Die können technischer Art sein, was auch immer. Ja. Das ist, hängt dann wirklich von deiner Kernkompetenz ab. Und die skalieren wir dann nach oben. Und nebenbei bemerkt, das kann dir schon auch eine Menge Cashflow bringen. Ja. Also das sind jetzt nicht unbedingt nur Wissenskurse, die 100 Euro kosten. Die können auch gerne 1.000, 2.000 auch noch wesentlich mehr kosten. Ja. Nichts anderes als wie Live-Events oder Live-Schulungen, die ja teilweise 3.000 Euro am Tag kosten, ganz easy, auch 5.000 Euro, ja, in der IT-Branche, je nachdem, um was es da geht. Ja, wenn es irgendwelche Lotus Notes, Datenbanken oder Oracle oder SAP oder so, solche Geschichten. Ja. Also da ist so ein Tagesworkshop für 5.000 Euro, Schulung in dem Sinne, Training, ja, ist überhaupt keine Seltenheit. Aber indem du halt nicht physisch anwesend sein musst, ja, okay, du bist hier, unterrichtest und da sitzen jetzt 20 Leute, nimmst es auf Video auf und kannst es letztendlich an 100 Leute, 1000 Leute, 10.000 Leute, ja, verkaufen, immer wieder feinjustieren, immer wieder mal verbessern und so. Aber im Grunde ist es eine Konserve, wie eine Sardine, wie eine Erbse, wie eine Bohnen, ja, die du mit No Touch einfach beliebig oft verkaufen kannst. Und allein schon dieses Mindset zu haben, dass das überhaupt möglich ist als Softwareentwickler, ja, ich weiß es aus Erfahrung, ich habe schon so viele Gespräche wieder geführt mit Softwareentwickler, die mich angefragt haben, gesagt haben, hey Thomas, wie kann ich skalieren, wie funktioniert das und so weiter. Gibt es viele Faktoren, aber dein Angebot sozusagen, eine produktisierte Dienstleistung, die aufzubauen und anzubieten, ist eine wirklich sehr gute Möglichkeit. Und ja, jetzt nochmal ganz kurz, was könnte das sein, habe ich hier unten noch hingeschrieben. Konkret, da habe ich jetzt eigentlich schon drüber gesprochen, nochmal ganz kurz, banal zusammengefasst. Es gibt eigentlich grundsätzlich zwei Dinge, die jeder Mensch möchte, ja. Wenn er quasi ein Problem oder eine Herausforderung, Neudeutsch Herausforderung, ja, man sagt nicht mehr Probleme, man sagt Herausforderung hat, ist es weg von irgendetwas und hin zu irgendetwas. Ja. Und um dieses weg von und hin zu, ja, letztendlich geht es in deinem Wissenkurs. Ja, geht es nichts anderes um das, egal ob da jetzt 5 Lektionen drin sind, 10 Lektionen oder 100 Lektionen. Es geht jetzt nicht immer darum, weg von irgendwas, irgendeine Herausforderung, irgendein Problem und hin zu irgendeiner Lösung, irgendein Ziel. Ja? Und wenn du in deinem Wissenskurs letztendlich es schaffst, deine Kunden weg von ihrem Problem und hin zu der Lösung zu führen, indem sie diesen Wissenskurs konsumieren oder zumindest schon mal näher dorthin zu führen, ja? Was ist schon das Endziel? Ja? Also manchmal gibt es ja letztendlich, ja, the road is the, there's no such thing as the end, because the road is the end, oder so ähnlich, ja. Das reicht dann schon, um hier eben diesen Business Curve multiple Male zu verkaufen. Ja. Was noch wichtig ist, was auch letztendlich in allem wichtig ist, was du Vertrieb- und Marketingmäßig machst, ja, sollte auch dann, was die Inhalte des Wissenskurses betrifft, es sollte letztendlich diese drei Kriterien sollte das erfüllen. Ja, ich male es hier nochmal in lila. Ja, das ist erstens nützlich, zweitens, das habe ich jetzt hingeschrieben, spannend und drittens relevant. Ja, das heißt, nochmal so, gebe ich jetzt nochmal so auf einer Metaebene mit, damit möchte ich dann auch die Lektion beenden. Nützlich muss es sein, das heißt, klar, ja, das Wissen, was du da verbreitest,
soll letztendlich quasi umsetzbar sein, ja, also nützlich in dem Sinne leicht konsumierbar und leicht umsetzbar, sodass die dann tatsächlich einen Erfolg haben, welches wiederum dazu führt, dass sie bei dir dann mehr buchen, mehr kaufen, Software-Dienstleistungen einkaufen etc. pp. Ja, also Vertrauen und Sympathie, ja, das sind immer diese zwei stärksten Verkaufsfaktoren, die es überhaupt gibt, sage ich immer wieder. Es geht nicht um die Inhalte, es geht nicht darum, können wir jetzt diese Sprache, können wir jetzt genau dieses Problem jetzt sofort lösen oder schon im nächsten Workshop oder erst im übernächsten und so weiter. Das sage ich auch immer wieder meinen Mitarbeitern. Ja. Es geht um Vertrauen und Sympathie. Ja. Wenn du die zwei Dinge ständig fütterst, ja, dann wird auch Geschäft, immer wieder neues Geschäft zustande kommen. Also Nützlichkeit, ja, spannend, ja, ist der beste Inhalt nützt nichts, wenn du ihn einfach komplett träge und lasch und so weiter halt vorführst. Ne? Also quasi ein gewisses Spannungsmoment sollte drin sein, wie beim Kinofilm. Ja? Die beste Dokumentation mit den besten Inhalten bringt nichts, wenn es nicht wirklich ein bisschen spannend aufbereitet wurde. Und relevant logischerweise. Relevanz ist letztendlich das, was wir auch sehr stark bringen, weil wir natürlich durch die Marktbrille, Markt und Vertrieb, durch unsere vielen Verkaufsgespräche, also jeder Vertriebler bei mir macht ungefähr 3000 Entscheiderkontakte pro Jahr, ja, wir eben dieses ganze Markt-Know-how mitbringen, ja, und wissen einfach, wie die Entscheider ticken, auch in den unterschiedlichen Branchen und Nischen und so weiter, was die aktuellen Painpoints sind, was sie so bewegt, ja, die Sorgen, die sie haben und so weiter. Und das matchen wir genau, ja, auf dem Angebot eines Wissenskurses, also hohe Relevanz. Spannend, nützlich natürlich, entspannt aufbereitet. Und dann geht die Post ab. Ja? Dann kannst du hier teilweise fünfstellige Beträge fast vollautomatisiert nebenbei noch verdienen, wo du dann wirklich nicht mehr viel, vielleicht noch irgendwie einen Live-Call dazu baust oder sowas. Ja? Das wird jetzt aber den Weg das geht dann jetzt nicht um die konkrete Struktur, wie du so einen Wissenskurs aufbauen kannst. Das machen wir dann in der nächsten Lektion. Und damit möchte ich einfach die Lektion beenden. Ich hoffe, das war soweit nützlich, relevant und spannend für dich. Und wenn ja, gerne hier in den Kommentarfunktionen mir ein kurzes Feedback geben. Ja? Und dann sehen wir uns in der nächsten Lektion. Dein Thomas Klein, ich freue mich. Happy Hunting. Bye bye.